Der Palast der Republik. Nach der Wende ist er nur noch der Ballast der Republik. 1990 wird er geschlossen. Asbestverseuchung heißt die Begründung. Für 80 Millionen Euro kommt der Asbest raus. Noch einmal mehr als 12 Millionen kostet der Abriss. 20.000 Tonnen Stahl und 50.000 Tonnen Beton müssen abgetragen werden. Zum Wohle des Volkes wird 1973 an jenem Ort, wo einst das Stadtschloss stand, der Grundstein gelegt. Wir legen heute den Grundstein für den Palast der Republik, für ein schönes, ein bedeutendes Bauwerk im Zentrum der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Der Palast ist ein Kraftakt sozialistischer Baukunst mit einer 180 Meter langen Fassade aus weißem jugoslawischen Marmor. Er ist Parlamentsgebäude und Kongresszentrum, Bowlingbahn und Restaurantkette in einem. 1,2 Milliarden Mark soll das Juwel gekostet haben. Überwältigend. Es ist simpel, klingt's, aber man könnte es erstmal gar nicht anders sagen. Vorstellen konnte man sich ja das nicht, man muss es ja erst sehen. Oh, diese Beleuchtung, die vielen Lampen hier, das ist also wunderschön. Täglich soll hier im Palaste etwas los sein. Der Programme werden viele klein und groß sein. Sollte sich die Planung mal total verfitzen. Werden die Besucher singen, sie dann unterstützen. Sing alle klar! Im Gala-Programm am Eröffnungsabend das beliebteste Gesangsduo des Ostens. Das war dann schon also der Ritterschlag. Weil das war also schon, es war auch gar nicht so einfach, die Leute da aus der Reserve zu locken. Denn das lag daran, dass die Sitze, die Sessel, die waren so bequem, da saßen sie so wie in der Stube, guck beim Fernsehen so, unterhaltet mich mal. Und das war sehr schwierig, die Leute aus der Reserve zu locken. Und wir haben es aber geschafft. Und dann hat dann der Direktor gesagt, ihr seid die Bezwinger des Palastes. Und wir haben es wirklich geschafft, diesen großen Saal zum Mitsingen, zum Mitschunkeln zu bringen. Das war schön. Der Palazzo Prozzo, wie ihn das Volk nennt, wird die neue Visitenkarte der DDR. Die Schwenkparkette im Mammut-Kongresssaal für 5000 Besucher sind eine Sehenswürdigkeit. 1977 besucht Fidel Castro den Palast. Eine weitere Möglichkeit, den Saal zu verändern, ist, der Saal hat 24 Deckenplafonds. Diese Einzelelemente kann man bis auf die Höhe der Rangbrüstung abfahren. So wie später denn, ne? Tschüss. Oktober 1983, Grenzübergang Invalidenstraße. Rockstar Udo Lindenberg auf dem Weg in den Palast. Der Rockstar, der die Genossen gerade mit seinem Sonderzug verärgert hat, darf in Ost-Berlin auftreten. Udo Lindenberg hat es auf seine Weise verstanden, sich Eintritt nach Ost-Berlin zu verschaffen. Die 4000 Eintrittskarten wurden nur an die FDJ und die Betriebe vergeben. Gerüchte besagen, dass schwarz bis zu 700 Mark pro Karte, Ostmark versteht sich, auf den Tisch gelegt wurden. Vor dem Palast waren eine Menge Leute, ein paar tausend Leute. Es war nicht alles knallvoll, weil die ganze Stadt war irgendwie wegen so einem Sängerchen hermetisch abgeriegelt und so. Und deswegen kamen da nur ungefähr 3000 Leute vor den Palästen. So. Aber immerhin, das war so ein Start. Ich habe gedacht, jetzt geht es endlich klar, jetzt endlich. Keine Panik, in der DDR überall können wir spielen mit der Band und so. Ne? Ja. Anlass ist eine Manifestation der FDJ für den Frieden der Welt. Vom deutschen Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Weg mit allem Raketenschrott in der Bundesrepublik und in der DDR. Nirgendwo wollen wir auch nur eine einzige Rakete sehen. Keine Pershings und keine SS-20. Das war so eine Art Steiftierkongress. Ja. Blauhemden, ja, sehr alles unter Kontrolle und so. Also Klaköre, ja, auch sehr diszipliniert. Ne. Ich glaube, die haben sich extra ausgebildet, ja, für also nicht durchdrehen, keine Exzesse, also nicht irgendwie hochspringen und tanzen und dergleichen. Keine große Freude, Euphorie zeigen, das ist ein Rock'n'Roll, weißt du, sondern die saßen alle abzogen. Und es war eben nur FDJ. Wie
Wie ein leuchtendes Raumschiff liegt der Palast 14 Jahre in Berlins Stadtmitte. Das einstige Symbol für das Selbstbewusstsein der DDR ist heute spurlos verschwunden.